Moin zu einer neuen Folge von Minecraft Multiplayer mit Sascha und Flo immer noch. Aber Noch immer, ja, immer noch gleicher Tag, gleicher Abend. Wir wollten mal ein bisschen was voraufnehmen. die letzte für heute. Aber Denkst wie ich im letzten du? Part gesagt, für Ja. danach kann man pennen gehen oder ist das nicht so aktuell? Ne, das ist nicht so aktuell, weil ich gerade noch in der Mine bin. Okay, dann gehe ich mal bei Nacht. Was denn? Ich suche Was? noch ein paar Diamanten. Viel Spaß. Mache ich, habe ich. Mach ich. So, ich muss mir jetzt ein bisschen helfen. Wie macht man so Gemälde? Alle Sticks außenrum. Alle Stöcke. Wenn du so ein Item für ihn haben willst, brauchst du Leder. Das ist ein Itemframe. Dann da in so einem Bilderrahmen halt, wo du Items rummachen kannst. Achso. Goddammit! Was denn? Ja, ich schätze, ich gehe jetzt fest auf Diamantenfarben. Worum? 1, 2 Effizienz, 4 Haltbarkeit, 3 Spitzhacken. Ernsthaft? Gib mir einen, du Furchtbares kriegst ein paar Glück, ey. Diamanten. Level wieder fahren. Wie du willst. Ich wollte dir bloß drei Diamanten für eine Spitzhacke davon geben. Meine ich. Wieder zu dir laufen. Wo bist du gerade? Komm mal raus. Ja, dann komme ich jetzt schnell zu dir. Das Maß kannst du einer haben gegen drei Diamanten. Das klingt nach einem fairen Tausch. Die Leistung sind die drei Level und die drei Lapis. Also Na, weit ist es ja nicht. oh, passt. Ah, Ach Kackkäse, ja. ne? Da, 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 da. Wo ist denn gerade ein Blitz eingeschlagen? Ich mag das gerade, klang gerade voll so. Bruch, bruch, oh. Merkt euch immer, lasst niemals einen Blitz, also einen Creeper von einem Blitz treffen. Ach was, wieso nicht? Mit dem kann man Zombie-Köpfe farmen, wenn man es richtig macht. Ganz Wisst einfach, was ich. du weißt, dass es dann zum starken Creeper Ja. wird, ne? Ja, es ist ein aufgeladener Creeper, der macht viel mehr Schaden. Allerdings, wenn er aufgeladen ist und explodiert neben einem Zombie, kriegst du, ich glaube, bei jeder Explosion einen Zombie-Kopf. Aber wie willst du das verhindern? Tötet den vorher? Wollen wir jetzt Ich schnell würde pennen ja gehen oder Zombies nicht? hinlocken und ihn explodieren lassen. Dann komme Sollst ich du zu nicht zu meinem dir. Haus kommen? Ich würde gerne. Gott. Na, dann lass uns schnell pennen, dann komme ich zu deinem Haus. Ja, aber es wird gerade hell. Hört noch pennen. Dann hört aber das Gewitter auf. Ja, kann schon. Danke. Immer noch eine übelste Minecraft-Logik, ey. Sascha! Das ist Aua. 100% Wahrscheinlichkeit. Ich wundere mich jetzt auch. Und die laufen wieder rein. Sugar Canes, Sugar Canes. Komm ganz gemütlich mal ein paar Sugar Canes. Ey, man muss ja schon verzaubern. Boom. Weil er Level 30 ist. Warte mal, wie viele Herzen hast du noch, Sascha? Oh. Ja, schau noch. Bleib mal kurz Voll. stehen. Da möchte ich mal kurz mit meinem super Zauberbogen Bist du abschießen. deppert? Cool. Die Schaden. 4. Wow. Das mit deiner Eisenrüstung. Mehr wollte ich nicht Ja. wissen. Ja, ich soll mal schnell eine Eisenrüstung machen. Weil aktuell machst du mich, glaube ich, One-Shot. Wirklich? Oder darf ich das mal testen, Flo? Bitte. Ja. Erst wenn ich meine Level wieder durch andere Arten und Weisen losgeworden bin. Mann. Oh Mann, das ist gerade so übel so.
Oh, wenn du ihn jetzt mit E mal killst. Aber dann hat er trotzdem die Mordings auf dich. Außerdem würde ich zurückmorden. Höchstwahrscheinlich. Oh nein, warte, ich will einfach dein Haus niederfackeln. Jetzt kannst du aber noch mal froh sein, dass ein Schwein in der Nähe war. Was ist denn Scheiß? Ja, mach weiter. Ich hab doch nicht mal ein Scheiß Schwein und. Die armen Dinger. Ich wollte gerade dich treffen und dann kam das Schwein davor gelaufen. Ich stand da hinten. Ich weiß, ich stand hier. Von hier aus kann ich genau deinen Kopf zählen. Junge. Was? Ja, mit dem Scheiß. Oh, das ist gute Ware, da haben sie. Ja. Ihre Ware. Danke, jetzt müssen wir noch. Jo, schenke ich dir. Danke. Bitte, mein Inventar war voll. Wir sehen. Schussübung! Och man. Was glaubst du, wieso ich so schnell an der Tür gerannt bin? Boah, eine fichtneue Tür. Noch da? Okay. Wenn an die Tür rausgehen, so. Ha? Okay. Boah, ein Schild. Und Wasserbucket habe ich hier, dann gehen wir mal auf eine fette Mining-Tour. Schon wieder? Zu essen. Ist jeder hat die überhaupt Schaden? Nee, gut, die hat keinen Schaden. Hä? Ist jeder meinen, oder wie? So wie es aussieht, ja. Weil ich will noch weitere Diamanten finden, ich brauche unbedingt mehr. Warte, jetzt hast du mir 3 Diamanten gegeben. Ja, und? Gehen da. Level farmen. Pilz brauche ich nicht, genau, brauche ich nicht. Ach, und genau. Du, die beiden gerade meinen? Ne, ich dezimiere gerade unsere Hühner. Dann machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn ich fertig bin mit den Schaden. Ich will unbedingt eine Spitzhacke mit Klick haben. Warum? Ja, keine Ahnung. Aber ich will. Wenn man mehr Spitzhacken mit Glück machen kann. Genau. Ich will das Glück haben, damit ich mal jemanden ab, weißt du? Man braucht das Zeug ja. Mir ist das eigentlich egal. Eben, aber mir nicht. Doch die Kohle egal. Mir reicht eine Spitzhacke mit Effizienz völlig aus. Ja, du bringst es auf den Punkt. 4. Was? 4? 4 reicht das aus. Ach, fuck you. Entscheidung. Ey, für mich reicht's eben nicht. Ich baue mal fort schon. Du mich auch. So, das packen wir weg und. Das braten wir und das packen wir weg. Stein. Gold. Gold. Ich finde aber so viel Essen, ja, aber kann auch 10 Diamanten. Kannst du mit Olli drüber reden? Der kennt das Problem. Das Problem ist, wann in der welcher Folge war das? Keine Ahnung, 7. oder so, wenn er gestorben war, hätte er schon 16, ne? Ja, stimmt. Aber dann hat er aus Boshaftigkeit dann auch noch Chris mit in den Tod gerissen. Ja, sicher. Mit der purlosen Grausamkeit. Irgendwie war mir das aber schon klar, dass ich der Erste bin, der was das macht. Ich meine, mir war es auch klar, als du angefangen hast, du Gesetze versuchen zu untergraben. Ja, so bin ich halt. Ja, lass mal, ich bin da auch immer so, ne? Ja, sonst wird es ja langweilig. Mir kommt es auf die Gesetze auch drauf an. Ist doch ein schönes Gesetz. So. Meine Sugarcane Farm wächst und gedeiht. Ach, wachsen hast du nicht. Also, machst du jetzt im Wachsen die Sugarcanes wachsen oder du machst sie größer? Die wachsen schön. Ich habe bis jetzt schon wieder ein Stack Sugarcane. Ey, weil ich mal nur so denke. Eigentlich ist er fertig. Wie wächst denn die noch, die Sugarcane-Farm an sich? Na, die wächst und gedeiht.
Eben, deswegen sage ich ja nicht übrigens. Es hat nur eine ein bisschen interne Verwirrung. Du bist eine interne Verwirrung. Du hast meistens interne Verwirrung. Das bestreite ich nicht. Eben. Oh, ich will, ey, Alter, ich habe mich gestern Abend, habe ich wieder zu, kam mir wieder dieses eine Ding hier im Kopf. Von Magica, nee, Magicide. War das gestern, wo wir das auch gespielt haben? Ja, wo? Ich glaube gestern, ja. Wo du da so schön das Wildschwein unter mich gekickt hast. Und da warst du Oh ruhig. ja. Das musst du dir vorstellen. So übelst ruhig, weißt du? Da kickt mir das Wildschwein unter die Füße. Ich sterbe dadurch. Ist dann weiter ruhig. Und dann sagt er nur so: Jo, das tut mir jetzt leid. Ich kann nicht mehr aus dem Lachen raus, Alter. Das. So ein Arsch. Ja, entweder du wehrst dich gegen das Image oder du trägst das Stolz. Also wenn das mit Stolz ist, dann will ich nicht wissen, wie du es nicht mit Stolz tragen willst. Du Oh, bist so, fuck. du bist immer so komisch, weißt du, du sagst immer, ja, ich, also ich jetzt, ich lasse es immer so aussehen, als ob du der Arsch bist. Und letztendlich sagst du aber selber immer, du Ja. willst das Image eines Arsches behalten. Nein, nein, schau. Da war dazwischen so ein kleiner Wandel von mir. Das mit dem Ausschnitt von Arsch, das war so die eine Zeit. Und irgendwann habe ich dann einfach mal beschlossen, gut, wenn es eh immer bleibt, dann kann ich es auch mit Stolz tragen. Flo wird der Arsch. Es führt einfach zu mehr psychischem Frieden, zu Was? internem Frieden. Weil wenn ich nicht der Arsch sein will, dann habe ich ständig Probleme mit irgendwas, weil. Aber mal ehrlich, irgendwo bin ich schon Arsch. Irgendwo Und tief in dir deswegen. drin hast du einen Arsch. Naja, wenn ich jetzt so sage, gut, dann bin Wow. ich halt ein Arsch. Ich gebe mich damit zufrieden, Okay, dann. Serverdeck. Okay. Oh Mann! Erzähl ruhig weiter. Extra. Jetzt hab ich mich. Irgendwie. Naja, das war's eigentlich schon. Du bist Deine Mine irgendwie. von einem anderen Thema. Oh, nein, nicht meine Mine. Da liegen noch zwei Diamanten unten, das ist meine. Was, ne? Die sind reserviert. Gehört zu meinem Gebäude. Hast du es Achso, du bist zu ausgeschildert? Olisana gekommen, dann kannst du. Ja, mein Haus ist geschildert, ja. Wo ist denn deine Mine, Sascha? Ich glaube, wo ich vorher reingegangen bin, bis du mir durchgeschossen hast. Ach da. Ne, von da aus kannst du gar nicht zu meiner Mine kommen. Ich glaube eher, du hast, Da wo das Portal ist. ich glaube eher, du hast Stoffseine gefunden. Das kann sein. Weil wenn du bis jetzt noch keine Diamanten gesehen hast, dann bist du nicht in meiner Mine, weil meine Mine ist winzig. Das ist nicht so eine arschkleine Mine, drei Gänge, glaube ich, gegraben. Zweimal Diamanten gefunden. Wir halten Zwerg. Ich finde mein Zeug. Wie Ja, wäre sich das, wenn er nicht ein die Zwerg? Zwerge müssen schon irgendwie lange suchen. Nee, ich muss überhaupt nicht lange suchen, deswegen sage ich ja. Er versteht den Witz nicht. Ich verstehe, was für einen Witz du machen wolltest, aber tut mir leid, du bist irgendwo gerade voll an der Sachlichkeit vorbeigewitzt. Gewitzt. Bist auch Ich schon so sage, ein ich brauche gewitziger nicht lang Typ. suchen und du sagst, ha, die brauchen halt lang suchen. Du brauchst nicht lange suchen. Wie viele Ports hast du gebraucht für deinen Port Diamanten? Deswegen sage ich ja, ich brauche nicht lange suchen. Drei Parts gedauert. Wie lange hast du gemeint? Vielleicht 10 Minuten für die Diamanten Wie viele Ports hast hochkommen. du gemeint? Mehr, weil ich auch noch in der Höhle rumgegurkt bin, die ersten zwei Parts. Siehst du? Dann noch Wie einen oft dritten hast du dich insgesamt vielleicht beim bei Mining. uns beschwert, dass du keine Diamanten findest, aber die anderen haben schon alle übelst viele? Deswegen sage ich ja, ich brauche nicht lange suchen. Ist ja okay. Ich finde aber schön viele Mein Eisen in Glück letzter 2 Zeit. ist besser als gar kein Glück. Ach, hast du jetzt eigentlich eine Glücksspitzhacke? Ja, nur 2. Du hast gleich zwei Glücksspitzhacken. Nein, Glück Ich 2. weiß. Depp. Mir gehen langsam die Fackeln aus. Die Witze auch. 15 Minuten machen wir schon. Oh Mann, Ich zwei hab's mir auch Kellerbar gerade hast du gedacht. schon.
Die Witze waren so furchtbar, wie lange dauern der Scheiß noch? Ah, wir haben die 15 Minuten aber noch durch, das geht schon. Wird noch gemeint. Meinst du? Ja. Komm, das war ein guter Wortwitz. Ja, der war schon halbwegs okay. Oh, halbwegs. Immer noch besser als deine, hä? Wie? Immer diese Jugend heutzutage. Jetzt muss ich auch noch. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Ganzen weiten Weg zurück und wieder nach oben, weil ich keine Sticks mitgenommen. Oder habe ich noch welche? Nope. Hast du mich gerade Noob genannt? Hast du mich gerade ernsthaft Noob genannt? Nope. Ja. Na gut, ich habe noch ein paar Sticks. Für ein paar Fackeln reicht das noch. Geht schon, das hält schon noch. So für 8 Stück. Oh Mann, ich gehe hoch. Mach mal eine 4-Block Wasserbremse, einfach weil ich paranoid bin. Du machst eine Wasserbremse. Ja, eine 4-Block Wasserbremse. Wie macht man die? So, einfach ein Schild und 4 Blöcke Wasser drüber. Warum machst du das? Gegenüber von der Leiter, damit ich runterspringen kann, ohne mir Sorgen zu machen. Ja. Ich hab mich einfach schräg nach unten gekrümmt. Ja, nee, das dauert mal zu lang zum Runterkommen. Wenn du um die Decke frei hast, kannst du da übelst schnell runterrennen. Ja, und wenn ich runterspringe, bin ich noch schneller. Ja, und beim Hochkommen dauert es noch länger, weil du die ganze Zeit die Leiter hochklettern musst. Und? Kann ich währenddessen was trinken und was futtern? So, 5 Diamanten aus 2 Blöcken bekommen, das ist schön. Bin ich eigentlich schon wieder eine verzaubern. Da freut er sich, der Flo. Ja, ich bin jetzt endlich in meinem Element, ich kann meinen. Meinst du? Das war jetzt kein Wortwitz, ich meine das jetzt ernsthaft. Genau. Einfach mal still, Mann. Wer will das nicht? Ja, ist ganz wichtig im Leben. Wow, geil. Jetzt hat er einen Abgang gekriegt. Ah. Wollen wir das Wort Abgang so verwenden? Klar. Ja, als ob ihn jemand verlassen hätte, wenn er einen Abgang bekommen hat. Keine Abfuhr, ein Meine Abgang. Und schon wieder Smaragde. Also. Na, du cool. Bist du unten? Was ist Smaragde, finde ich? Brauchen wir Villager? Ja, echt schon. Vielleicht kannst, kann schon leisten. Vielleicht kannst du bei welchen so Diamantspitzhacke formen oder sowas. Das ist super geil. So für, was weiß ich, ein paar Smaragde kriegst du eben halt eine Diamantspitzhacke. Oder eine mit Glück verzauberte. So, Flo? Willkommen dazu. Oh Gott, da kommt ein Monster raus. Was für ein Monster? Was dir die scheiß Silberwürmer? Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen davon gesehen. Und die heißen Silberfische. Ich bin unter den Bergen. Aber das merkst du immer, wenn es mit der Diamantspitzhacke abbaust und es geht rad, rad, rad und irgendein Block ist dann so langsam. Ich hab schon wieder Gold gefunden. Yay! Ich mach mir bald einen Notch-Apfel. Das ist Achievement. Genau. Damit du eine Flagge machen kannst mit dem Mojang-Logo. Ernsthaft? Ja, kann man machen. Notch-Apfel. Überhaupt nicht Verschwendung oder so, nee. Ja, für was brauchst du hier einen Notch-Apfel? Wir machen ja keine Kämpfe miteinander. Nein, deswegen sage ich auch immer, wieso dich immer über Gold freust. Oder mich nach Gold fragst. Naja, man kann es eben halt gut zur Verteidigung nutzen, wenn man mal gegen, wenn wir irgendwann ins End kommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ja, es wird jetzt aber auch nicht passieren. Wow! Okay. Ist jetzt blöd. Ich habe Diamanten gefunden. Wo ist Lava drunter? Ja, das kam. Bei mir war es gleich nur mit Eisen. Ah! Ist hier irgendwo eine Höhle?
Super, hier ist überall Lava, aber mehr auch nicht. Da voll konzentriert hier so Lava-Vermeidung. Jetzt brauche ich noch Diamanten. Ich habe schon wieder 9 Diamanten. Und ich könnte mir einen eigenen Enchantment Table machen. Lalalala. Wofflu? Cool. Du nicht? Euch an. Naja, kannst du machen, brauchst nicht immer in die Stadt mit drin. Da mach ich mal einen, aber der hat Zeit. Hey Flo. Was? Komm mit deiner Glücksspitzhacke zu mir. Und du kriegst 3 Diamanten ab. Okay. Wo bist du? In meiner Mine. Okay. Hast du sie gesehen, wo Wie sie ist? Wie lange hast du Zeit? Nein. Die ist genau neben meinem Haus. Okay. Ja, der Haus ist ziemlich graus. Hat mir wehgetan. Ich kletter da mal die Leiter hoch. Ach, du bist gerade bei dir unten, oder was? Ja, ich geh gerade hoch. Warte vielleicht ein bisschen. Wir haben noch 9 Minuten Zeit. Ja, kannst du so lange weiter rein. Ja, das geht sich aus. Ich will ja nicht weiter meinen, ich will ja selber noch eine Spitzhacke verzaubern. Dann musst du... Ja, kannst du da mal außen rumgraben und schauen, ob du weiter welche findest? Es sind 8 Stück. Welchen Level bist denn du? Ich 30. Na, wo bist du? Entschuldigung, dass ich ein bisschen weiter weg wohne. Bau dir eine Straße. Warum eigentlich? Weil ich es kann, Sascha. Weil ich es kann. Und schon wieder essen. Davon habe ich auch schon mehr als genug, schon nur Witter. 4 Golderz, Anozid, wo habe ich denn das Eisen? Oh, das ist schon wieder Nacht. Ach hier, 5 Eisen. Es wird gerade morgen. Ja, wir kommen morgen. Alter, Zombie! Friss mein Schwert. Hey. Zahnweh, Zahnweh. Also ernsthaft, so lange brauchst du nicht durch dein Feld, oder? What? How are you? Ich bin gerade durch die Fliegen hoch, okay. Was machst du denn jetzt schon im Wetter? Ich baue noch wie vorne Straße, okay. Noch eine Weile sonst zu dir zu kommen. Warum? Junge, du sollst mal vor 2 Minuten mal schnell mit in meine Höhle mit der. Dadurch kriegst du 3 Diamanten. Ja, ich bin dabei. Und wo, was, wo genau jetzt? Wo bist du denn? Beim Haus. Na, bist du an mir vorbeigerannt? Hallo? Hi. Da wo warst du jetzt? Ich bin dir entgegengelaufen. Wo warst du? Gehen wir mal einen Weg. Links bei Sascha sein Haus vorbei und dann den Berg hoch. Das ist eine Mine? Au, 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 au. Tut mir leid. Au. Der Anfang ist mal kreativ. Ich weiß. Und schon wieder ein Smaragd. Yay. Und ich glaube, schon wieder einen Dungeon gefunden. Schon wieder. Jo. Oder? Folgst du mir? Bist du jetzt abgebogen? Das ist der Wader. Nach dem anderen. Hast du mich gerade verwirrt, weil du durch mich gelaufen bist? Ich hätte halt ein bisschen Abstand von dir normalerweise. Ich bin am Sprinten? Ja. Ey, ich glaube, ich habe jetzt schon 15 Smaragde.
Aber Hauptsache keine Diamanten finden. Also nicht sicher gehen. Na gut, ich habe auch keine Lava. Warte, ich kann hier mal ganz kurz gucken. Sicher, sicher. Wenn du die abbaust, dann bitte über mir, ja? Ah, ich habe genau 3 eingesammelt. Ernsthaft? Also ein Screenshot schicken oder vertraust du mir? Ich vertraue dir, weil ich habe gerade 14. Okay. Also nice. Das heißt 17. Ja, Glück 2 halt, ungefähr das Zweifache. Glück 3 wäre halt noch nice, wenn man dann noch mehr rauskriegt, aber Glück 2 ist schon mal ein Vorteil. Mann, was hast du für eine Miene? Manchmal ja. So vergesse ich die Zeit und grab dann so stundenlang in eine Richtung. Ja, weil ich denke mal nur so, kriege ich ja Minderwertigkeitskomplexe bei so einer Riesenmine. Ich glaube, waren 3 Gängen oder so. Wenn ich strip meine, dann richtig. Ja, ich meine, wenn ich strip meine, dann finde ich Zeug. Ja, seht ihr das Seil? Ja, Flo, du Glücksbringer. Weißt du, wenn man es überlegt hättest, dann macht die Diamanten, also sagen können, wir sollen sich schnell hin und her tauschen, weil dann hätten wir ein Achievement bekommen. Können wir ja auch trotzdem noch machen. Nachher dann. Warum, du rennst gerade weg? Ja, ich renn gerade weg, deswegen sehe ich ja. Nachher dann. Ja, Sascha, wo bist du eigentlich gerade? Na, dann schon. Komm. Warte, in der Höhle, oder? Ja, na, in der Mine. Ja, in der Mine. Es gibt auch echte also Dungeons per se, so mit einem Spawner praktisch. Das ist echt nämlich Dungeon. So. Jetzt habe ich 14 Diamanten. Und dann wünscht mir mal Glück, dass ich gleich. Ich hab 12. Was Schönes drauf kriege. Ich hab 12 Diamanten, weil ich hab jetzt die 3 von dir und 9 habe ich zu Hause gefunden. Wie aus 4 Diamantblöcken bekommen, ging das nicht. 1, 2, 3. So. Wünscht mir, dass ich Glück bekomme. Noch ein paar XP. Ja, ich wünsch dir Glück. Ja. Das Gefühl, in den verbleibenden Minuten zahlt sie sich nicht mehr wirklich aus. Was du meinst? Nether zu gehen. Nein, Nether zu gehen und versuchen Quest zu bekommen. Daher gehe ich einfach in die Mine. Was zu bekommen? Fuck, wir haben ja noch 3 Minuten. Noch nicht mal 2. Level 30. Ja, und ich wieder früher noch aus. Ja, den sag ich ja. Wie viele Wege immer? Ah, da ist eine Kiste. Achso, weil da bin ich jetzt in Gras gekränkt. Ich hasse sowas. Und ah, ich habe kein Lapis mitgenommen, genau. Ist aber noch. Gute Arbeit, Olli, gute Arbeit. Schnauze. Ja. Yeah. Aber früher war es wirklich effektiver, wo man auch alles mit Büchern verzaubert hat. Was? Ja, wo man früher das mit Büchern gemacht hat. Wo man, okay, bei der 1.7 eben teilt. Vor 2 Jahren oder so. Da habe ich dann immer mit Büchern alles versucht zu verzaubern. Oh, das ja, damals hat es mehr Sinn gemacht, weil wenn du einen Haufen Bücher auf Level 1 verzauberst, dann hoffst, dass du Zeug vereinen kannst, bist du nochmal besser dran, als wenn du 30 Level auf einmal ausgibst für ein Item. Ja, das außer halt für die erste Spitzhacke, die ist dann immer ausgenommen. Ich war immer so, Fortune, ach. Ach, scheiße. Du brauchst auch Fortune, ja. Was ist denn das? Geil. Braucht jemand Cleanstone? Hast du Silk Touch? Ja, Behutsamkeit 1. Ja, sowas verwende ich immer fürs Minern, weil man dann so viel Cleanstone bekommt. Ich frage mich bis jetzt immer noch, für was ich Cleanstone brauchen könnte. Bauprojekte? Was ist eine Cleanstone? Also der normale Stein halt. Denn, also ich kann jetzt sozusagen, ich krieg jetzt, wenn ich Stein abbaue, kein Cobblestone raus, sondern eben halt den normalen Stein, den du auch an der Wand siehst. Ja. Behutsamkeit, Effizienz und Haltbarkeit. Hm. Leute, wir sollten aufhören. Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ja, was? Wir haben noch Zeit. Wie viel? Na?
Ja, Nice, genau 10 wir Sekunden. haben. Macht's gut, Leute. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ja.